Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach 2 Monaten Pause geht's jetzt weiter auf dem Kammweg und zwar von Holzau über Seider, Seifen, Olbernau nach Kühnheide, also quasi die Etappen 2 bis 5 zusammengefasst. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Es soll heute trocken werden. Ja, ob so bleibt, werden wir sehen, aber jetzt geht's erstmal los. Die erste Etappe des heutigen Tages und die zweite Kampfweg-Etappe ist jetzt auch erledigt. Die Etappe ging von Holzau nach Seider. Ich stehe jetzt hier gerade auch am Schloss in Seider. Ich bin mal gespannt, was heute noch so kommt. Die Wege an sich waren für mich relativ schwierig, dadurch, dass der Boden noch relativ nass war und der Schlamm dadurch extrem war für mich. Ja, mein Mountainbike hat auch ein kleines technisches Problem. Die Gangschaltung funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Und zwar kann ich vorne nicht nach unten schalten. Mal sehen, ob ich das noch heute in den Griff bekomme. Ansonsten, ja, mal schauen, wie weit ich komme. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, geht's bis nach Kühnheide. Seid gespannt.
Das zweite Zwischenziel ist erreicht. Hinter mir seht ihr Seifen und den Schwadenberg. Die Schaltung muckt etwas. Ich hoffe, dass ich noch bis nach Olbernau komme für heute. Und dann entscheide ich weiter, ob ich jetzt noch bis nach Kühnheide fahre oder ob ich in Olbernau dann zurückfahre nach Hause. Ja, jetzt geht's aber erstmal weiter. Wusstest du eigentlich, dass vor 200 Jahren das Drechseln in Seifen erfunden wurde und dass dort eigentlich quasi ganzjährig Weihnachten ist? Das Ziel in Olbernau ist erreicht und ich habe einen hilfsbereiten Erzgebirge gefunden, der mir bei meinem Problem mit meiner Schaltung weiterhelfen konnte. Und jetzt geht's weiter nach Kühnheide. Verbracht. Ich habe die vier Etappen des Kammwegs von Holzau über Seider nach Seifen und Olbernau nach Kühnheide gefahren. Und ja, in Olbernau kam dann für mich auch die Rettung und ein netter Herr hat mir geholfen, meine Schaltung wieder auf Vordermann zu bringen, dass ich auch wirklich bis nach Kühnheide gekommen bin. Insgesamt waren es dann 72 Kilometer mit 1400 Höhenmetern, wobei ich sagen muss, ich musste jetzt noch ein Stückchen weiterfahren bis nach Marienberg. Dort warte ich jetzt auf den Bus und dann geht's ab nach Hause. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auch schon riesig auf die nächste Etappe des Kammwegs von Kühnheide bis nach Satzung entlang des Grünen Grabens. Wann ich die machen werde, steht noch nicht fest, aber du kannst dir sicher sein, du bist